Wie sieht dein Tagesablauf so aus? Aufstehen, frühstücken, E-Mails checken und dann kümmere ich mich halt aktuell um die laufenden Aufträge. 2 größere Projekte in der Pipeline. Da kümmere ich mich dann so tagsüber drum, wie da der Fortschritt ist. Dann, es dauert immer ein paar Stunden. Dann starte ich immer den Stream. Manchmal habe ich auch nicht so viel zu tun. Heute war das alles ziemlich schnell erledigt, also habe ich noch eine Runde TFT gespielt. Projekte, wofür I wish I could tell you, but I cannot. Die Abgrenzung zum Privatleben stelle ich mir schwer vor. Geht? Also, wenn du Freunde hast, die deinen Job halt respektieren und ernst nehmen, dann ist das ziemlich einfach. Wenn nicht, dann ist das ziemlich schwer. Stell dir mal vor, ihr habt irgendwie einen besten Freund und der nimmt den Job nicht ernst. Der sagt, hä, aber das ist doch nur, kannst du das nicht später machen? Kannst du das nicht morgen machen? Du hast ja nicht wirklich einen Chef, der dir Ärger gibt, wenn du es nicht heute machst, so mäßig. Dann ist es halt sehr schwierig, weil dann haben die halt kein Verständnis dafür, wenn du sagst, hey, ich muss halt heute die und die Sachen fertig kriegen. Und ab der und der Uhrzeit sollte ich durch sein und dann können wir das machen. Ne? Also, das ist halt schwierig, da eine Abgrenzung zu finden, weil Leute sich halt, Privatleute, so in den Job einmischen. Also, weil die sagen, ja, aber mach das doch erst später oder mach das doch gar nicht. Ich weiß nicht, das kennen vielleicht auch viele, die von zu Hause aus arbeiten oder so. Kriegt man bestimmt ganz oft zu hören, sowas wie, ja, aber musst du das jetzt machen? Kannst du das nicht später machen? Wo einfach kein Verständnis dafür da ist, dass es halt Arbeit ist, die gemacht werden muss. Und ob du sie jetzt machst oder später, ändert nichts daran, dass du deine Zeit dafür aufwenden willst. Und die willst du halt lieber jetzt da reinstecken, bevor du dich dann später irgendwie doll stressen musst. Wenn du aber halt ein privates Umfeld hast, was halt deinen Job halt versteht und sagt, ja, okay, das ist halt eine Arbeit und du musst das halt erledigen und du hast halt ein paar To-Dos und das muss halt jetzt gemacht werden, dann ist das gar nicht so schlimm. Dann geht das ziemlich, machst du es noch gerne, hast du noch Spaß dran? Ich glaube, mal mehr Spaß, mal weniger Spaß dran. Ich glaube, das ist normal. Also egal, wie sehr man seinen Job liebt, egal, wie gerne man alles macht, es gibt immer Teile beim Job, die man nicht gerne macht. Das ist doch normal, oder? Sagen wir, du bist beruflicher Maler oder sowas, dann hast du vielleicht sehr viel Spaß daran, Gemälde zu malen. Aber am Ende des Tages musst du halt trotzdem dann die dreckigen Pinsel nehmen und die auswaschen und trotzdem mit der Staffelei zu irgendwelchen Kunden laufen und sagen, wollen sie dieses Bild kaufen? Und dann hast du trotzdem am Ende des Tages halt Kunden, die sagen, ich will dieses Bild nicht kaufen oder ich gebe dir sehr viel weniger für das Bild, als du eigentlich gerne dafür haben wollen würdest. Naja, du hast halt die angenehmen Parts und die unangenehmen Parts. Ich glaube nicht, dass es irgendeinen Beruf auf dieser Welt gibt, wo alles von vorne bis hinten mega nice und mega spaßig und mega cool und mega locker ist. Bei einem Job hast du halt einen anderen Antrieb oder einen anderen Druck als bei einem Hobby. Ein Hobby musst du nicht machen, einen Job musst du machen. Ich hoffe, dass die meisten von uns alle einen Job haben, den sie zum Großteil gerne machen und das ist ja cool. Diese Leute mit solch einem Verständnis für wichtige Arbeiten, die fertig werden müssen, suche ich auch immer noch. Ja, wir werden sie alle finden. Ich habe zum Glück ziemlich viele, ziemlich coole Freunde, die sehr viel Verständnis dafür haben. Und es ist ziemlich cool. Viele schauen erst auf Geld bei einem Job, anstatt auf andere Dinge, die wichtiger sind. Naja, klingt blöd, aber manche Leute haben nicht den Luxus zu sagen, ich mache diesen Job jetzt nicht, weil der mir weniger Geld gibt. Auch wenn ich ihn gerne machen würde. Die Leute haben diesen Luxus nicht. Manche Leute haben halt irgendwie Familien und müssen die halt ernähren und können dann nicht sagen, ach, wisst ihr was, Kinder, für die ich verantwortlich bin. Ich mag zwar meinen Job nicht, aber ich verdiene da genug. Aber ich will den jetzt kündigen, um einen anderen Job zu machen, bei dem ich zwar Spaß hätte, aber viel, viel weniger Geld verdiene und wir alle ein schwierigeres Leben haben. Ne? Ich habe das Glück. Ich bin jung, ich bin unabhängig. Ich habe keine Kinder oder so ein Kram oder irgendwas, was mich jetzt auch halten würde. Und das war es ganz lange in meinem Leben. Da war es egal, dass ich eine super kleine Wohnung habe, die scheiße ist, weil nur ich muss damit klarkommen. Es muss kein anderer Mensch damit klarkommen. Hätte ich jetzt zum Beispiel Kinder, da könnte ich nicht sagen, okay Kinder, wir ziehen jetzt mal in diese kleine Drecksbude, weil mir macht das nichts aus. Ich will halt Geld sparen, weil ich will den Job machen, den ich machen möchte und deswegen müsst ihr jetzt auch darunter leiden. Das ist halt eine viel schwierigere Situation. Du hast Katzen, ja. Und weil ich Katzen habe, gibt es halt auch Sachen, die ich beachte. Also ich würde zum Beispiel niemals mehr in eine Wohnung ziehen, auf der es keinen Balkon gibt. Heißt, ich muss zumindest so viel Geld verdienen, dass ich in einer Wohnung sein kann, die groß genug ist für meine 2 Katzen mit einem Balkon, damit die halt Platz haben. Und ich glaube, wenn du ein Kind hast oder 2 oder mehr, dann hast du halt noch viel, viel mehr Sachen, die du halt mindestens erfüllen musst, damit es diesen Menschen, die dir so wichtig sind, gut geht und für die du halt verantwortlich bist. Ne? Man kann nicht immer sagen, ha, selber schuld. Wie kannst du denn nur beim Geld achten, wenn du einen Job annimmst, obwohl du da gar keinen Bock drauf hast? Das ist halt nicht immer so einfach gesagt wie getan. Ne?
Du machst aus eigenem Antrieb meist auch mehr Stunden und Tage in einem stundenbegrenzten Angestelltenverhältnis. Also du meinst, wenn man selbstständig ist, dann arbeitet man mehr, als wenn man angestellt ist und ein stundenbegrenzt ist. Ja, natürlich, macht Sinn, denke ich. Aber ich glaube, das Ding ist, wenn du halt selbstständig bist, dann, man fällt da halt voll schnell in diese Falle, weil, es klingt so blöd, aber wenn du selbstständig bist, heißt es fast immer, je mehr du arbeitest, je mehr Zeit du reinsteckst, umso mehr kriegst du am Ende für dich persönlich raus. Das ist bei einem Angestelltenverhältnis nicht wirklich so. Wenn du für, keine Ahnung, 100 Stunden im Monat angestellt bist oder so und dann sagst, oh, ich mache aber jetzt 120 Stunden, dann sind die halt unbezahlt, die 20 extra Stunden. Also warum solltest du? Wenn du selbstständig bist, dann arbeitest du halt für dich selbst. Dann denkst du dir, okay, ich könnte jetzt auch 20 Stunden mehr reinhauen, um noch vielleicht noch die und die Sachen zu machen und das bringt mich vielleicht noch ein Stückchen weiter, aber das ist ja cool. Und das ist halt auch so ein bisschen die Falle, in die ganz viele Selbstständige halt reinfallen, dass sie sich halt schnell überarbeiten. Es gibt Leute, die sich das aussuchen können und andere, die kaum eine Wahl haben, leider. Es ist halt immer umstandsabhängig. Ich möchte so ungern daran glauben, dass niemand von Anfang an eine Wahl hatte, aber ich denke, wenn man vielleicht irgendwann im Leben mal vielleicht falsche Entscheidungen getroffen hat, die einen irgendwo hingebracht haben, dass man irgendwann mal in einer ausweglosen Situation ist, das sind halt Sachen, auf die hat man halt keinen Einfluss. Aber das sind dann ja Überstunden, die werden bezahlt, aber nur, wenn die genehmigt sind, ne? Also du kannst ja nicht bei deinem Chef sagen, ich weiß, ich bin für 100 Stunden eingestellt, aber ich will doppelt so viel verdienen, also arbeite ich diesen Monat einfach 200. Dann sagt ja kein Chef der Welt, okay, kein Problem, das kann ich dir zahlen. Der sagt halt, nee, Digga, 100 Stunden, mehr zahle ich dir nicht und mehr musst du auch nicht machen. Und nicht, mach mal mehr und dann kriegst du auch mehr, das gibt's halt nicht, ne?